Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Galuigi, man kennt mich. Tanja Schatzi ist dabei. Und heute sind wir im Heidepark. Heute mal im Hotel, also eine Nacht. Und dann... Ahoi, gut, moin! Sieht wieder aus. Verdammt, gut sieht aus. Dankeschön! Ja, wir sind eine Nacht im Abenteuerhotel. Und das heißt also, wir sind 2 Tage hier. Und gucken mal, was denn heute so abgeht. Ich habe keine Ahnung, ob der Park voll ist oder nicht. Wo wir hergefahren sind, sind zwar einige Menschen hergeströmt. Lassen wir uns aber mal überraschen. So, wir haben jetzt mal die Krake ausgelassen und gehen straight zu Kolossos, weil als wir das letzte Mal hier waren, vor 4 Jahren, da war Kolossos zu. Nämlich bei unserem Besuch war genau 1 Monat, nachdem sie zugemacht hat. Was mich damals schon angeschissen hat. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt zu Kolossos, weil ich will das Ding endlich fahren. Ich will mal wissen, ob das geil ist oder nicht. Da steht das gute Prachtstück. Fahren tut's da auch, Gott sei Dank. Und ich hoffe, die Wartezeiten sind jetzt nicht zu hoch. Meine Frage: Das Fährhaus hier, hat es noch offen oder ist es einfach jetzt so ein Lost Place? Sieht ein bisschen verlassen aus. Oder muss das so? Kurz. Oh mein Gott! Ich glaube, die Anzeigetafel ist kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 0 Minuten sind. Ah, der Eingang ist offen. Mega geil. Endlich. Nach 4 Jahren. Ah, ist das toll. Ja, 0 Minuten auf jeden Fall.
Egal, ich glaube, das ist nicht so lange. Ich hoffe jetzt nicht, dass das die wegen mir eingeblendet haben. Ich denke hier. Oh Gott, ich bin doch nicht blöd, ey. Schatzi hat einen Energy. Schatzi ist glücklich. Monster. Und was hältst du von Colossus? Es ist cool, aber es kommt niemals an Wodan oder Troy heran. Das nicht. Ja, ich muss auch sagen, wir sind jetzt erste Reihe gefahren und die fährt mit viel zu smooth für eine Holzachterbahn. Ich weiß auch nicht. Da fehlt irgendwas. Vielleicht, weil wir erste Reihe waren oder so. Kann vielleicht müde sein. Aber da hat mir irgendwas gefehlt. Dieses eine, wo ich gesagt habe, das ist es, das ist geil. Und wir versuchen bestimmt nochmal später oder morgen dann letzte Reihe, weil jetzt waren wir uns halt auch 30 Minuten. Ich glaube, heute wird jetzt nicht so richtig krasse Art Wartezeiten sein. Ja, jetzt gehen wir zu Flug der Dämonen. Bitte nicht. Gut. Limit. Der wohl schlimmste SLC, den ich in meinem Leben je gefahren bin. Ich fahre nicht mal, wenn ich irgendwie ERC bekommen würde oder was weiß ich. 0 Minuten Anschiebzeit. Nee, null. Drück mich keine C-Pferde mal rein. So ein scheiß Achterbahn. Das ist einfach alle machen.
Okay, wir machen eine minimale kleine Änderung. Und zwar fahren wir jetzt dann doch die Bobbahn. Einfach weil ich vergessen habe, dass die auch hier oben ist. Und dann machen wir Flug der Dämonen. Nochmal eine Planänderung. Die Bobbahn hat eine Störung. Jetzt gehen wir dann doch Flug der Dämonen. Yay. Viel Spaß beim Warten. Schön. Wie heißt dieser Turm nochmal? Ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Stimmt, danke. Hier. Wer links neben der Schiene fahren möchte, bitte links halten. Und wer rechts fahren möchte, bitte rechts halten. Dahin schreiben muss. Ja, wir sind eben Flug der Dämonen gefahren. Ist eine smoothe Bahn. Macht noch Spaß. Aber Phoenix ist besser. Schatzi? Ich finde die irgendwie auf eine Art fast besser als Phoenix. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ja. Nee, Phoenix. Doch, ein bisschen. Man merkt einfach immer wieder, dass wir viel zu viel vom EP verwöhnt sind. Wir haben uns eben da angestellt, weil wir kurz was essen wollten und haben, glaube ich, eine halbe Stunde dafür angestanden für Burger mit Pommes. Das Problem ist einfach, die Mitarbeiter hinter der Theke
die lassen sich einfach Zeit ohne Ende, die quatschen zwischendurch, wenn sie auf irgendwas warten müssen, machen sich keinen Stress und so. Und wenn man sich mal IP anguckt, die hetzen sich da einen ab, ohne dass man das, ja, vorwärts geht. Und die denken sich, ja, komme ich heute, komme ich morgen. Ich habe halt in der ganzen Zeit gerade mal eine Zahl geschafft, aber ich habe mir nicht geschweißt. Papa, komm hier! Ja, Krake, sehr kurz, sehr schade, aber trotzdem noch lustig. Ich finde es cool, aber die Dive-Pause sind einfach immer so kurz. Also in Europa sind sie sehr kurz. Ja, die wollen jetzt können. Wieso macht man die nicht länger? Da stehst du irgendwie fast eine Stunde an und dann macht es 10 Sekunden fertig. Aber das Coole ist sie. Das auf jeden Fall. Dieser Moment, wenn man realisiert, hey, wir müssen zum Eingang. Wir können ja mal hier rumlaufen. Und dann einmal um den kompletten See rumläuft, weil wir dumm sind. Beziehungsweise weil ich dumm bin. So, das war's mit dem heutigen Video. Wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Bis zum nächsten Mal und ciao. Natürlich sind wir heute noch in diesem Dreckspark. Ich möchte mal eine Kleinigkeit erzählen. Wir sind ja 2 Tage hier im Heidepark. Heute haben wir ein Ticket bezahlt und morgen hätten wir den Wertgutschein von letztem Jahr benutzt, den wir bekommen haben, weil letztes Jahr der Park zugemacht hat, wo wir eigentlich gehen wollten. Im Hotel wollten wir eigentlich ein Ticket holen und die hat gemeint, ja, sie kann keine Tickets ausgeben. Wir müssten heute schnell zum Service Point am Eingang laufen und da kann man es dann für morgen eintauschen. Wohlgemerkt, heute für morgen. Ja, wir laufen jetzt eben hin, meint die Frau da vorne, ja, heute können wir keine für morgen ausgeben. Jetzt müssen wir morgen früh ernsthaft außen rum laufen. Das ist ein Witz. Ohne Scheiß, das ist ernsthaft ein Witz. Ich habe keine Worte dafür. Ach ja, apropos Schmutz. Diese Attraktion ist auch komplett scheiße. Deswegen gehen wir einfach weiter. Und ich werde kein weiteres Wort darüber verlieren. So, als nächstes machen wir Desert Race hier. Katapultschall-Achterbahn. Mehr weiß ich auch nicht mehr von dieser Attraktion. Ich habe komplett vergessen, dass die überhaupt hier drin steht. Auch ein fängt das echt schnell an. Ich habe das Gefühl von innerhalb von 0 Sekunden von 0 auf 100 Ja, das Race war schnell und schnell vorbei. Ja. Ja. Das ist schon ein imposantes Vieh.
so ist, haben wir am Nachmittag mal Kolosse letzte Reihe gemacht. Das Ding fetzt einfach nicht. Wenn man Wodan gewöhnt ist, dann ist das komplett langweilig. Es zieht ein bisschen Airtime, aber für eine Holzachterbahn ist es mir das zu sanft. Nee. Das ist gegen Wodan und Troy ist das komplett lahmarschig. Was meinst du, Schatzi? Ja, also ganz hinten besser als ganz vorne. Aber kommt halt nicht an Wodan oder Troy. Ja. Macht zwar Spaß, aber ja. Hätten sie es lieber mal zum Hybriden umgebaut, wie sie da wollte. Das wäre bestimmt geiler. Ich glaube, die Rotischen hier sind spannender als Kolossos, oder? Guten Tag. Darf ich mit Ihnen ein bisschen mitlaufen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo der Eingang vom Grottblitz ist. Vielleicht ist er ja da. Ja, irgendwo am Arsch der Welt versteckt. Wunderbar. Okay, es war doch nicht der Eingang. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang sein soll. Hier vorne vielleicht. Nee, hä? Könnte noch kleiner machen, ne? Wie eng möchten Sie die Warteschlange haben? Heidepark? Ja. Nee. Das ist ein Witz. Ja. Was wollten wir jetzt eben machen? Monorail. Und warum machen wir es nicht? Es sind sehr viele Leute. Wieso? Geht doch noch. Die Station ist irgendwo da vorne. Also, es geht doch. Also, ich weiß nicht. Jo, ich glaube, der Turm ist zu. Warum auch immer. Also, wegen Corona würde ich jetzt nicht verstehen. Aber gut, Heidepark, anderes Bundesland und pro Bundesland ist es ja eh hier echt komisch. Und das war's. Einmal runter, und dann ins Wasser, da hoch und hier zurück. Wenn die große Monorail halt voll ist, machen wir eine Panoramabahn. Gott, wackelt das Teil.
So, 2:08 Uhr versuchen wir noch das Render Rafting zu fahren. Was lustig ist, der Heidepark hat bis 19 Uhr offen, aber alle Attraktionen machen um 18 Uhr zu. Das soll mal einer verstehen. Heidepark! Punkt 18 Uhr, wir standen 5 Meter vom Eingang, hat er uns abgewunken. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Das kannst du echt keinem erzählen. So, dann gehen wir mal zurück ins Hotel, gucken uns unser Zimmer an und hoffen mal, die haben eine Lösung für morgen die Tickets. Guten Tag. Was bist du? Was machst du auf unserem Auto? Hallo? Würdest du dich mal verpissen? Mach mir weh. Hallo. Ja, wir sind jetzt hier in unserem Zimmer. Da ist Schatzi. Und man sieht Fenster. Ein bisschen Parkback haben wir. Da fährt gerade die Krake nach oben. Ein bisschen sieht man sogar da hinten Kolossos. Schön. Auf der anderen Seite haben wir Scream und Flug der Dämonen. Wir sind da gerade Abstürze. Und da wieder aufgekommen. Und das ist das restliche Zimmer. So ein bisschen westernmäßig angehaucht. Ja, zwei Betten, zwei Etagenbetten. Schatzi. Ich aufs Bad lange. Oh, Achtung, bin ich gespannt. Ist ein bisschen dunkel, ne? Oh Gott, was ist das denn? Wie ist das da ein Pferd? Und dann Hornochse, oh. Das ist cool. Ja, er hat irgendwas. Okay. Aber fett darf man da nicht sein. Oh ja, also das ist mal was anderes. Mal eine etwas andere Dusche. Oh Gott. Das ist cool. Oh, warum nicht? Ja, das ist unser... Nein! Das ist unser Zimmer für die eine Nacht hier. Und da ist Gold. So, frisch geduscht, würde ich sagen, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Morgen sind wir nochmal im Heidepark, müssen vielleicht im Park rumlaufen. Mal gucken. Ich hoffe nicht. Aber ja, das war's im Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in den Kommentar unten rein. Den Daumen geben wir Arsch vorbei. Hat sie gefallen, Schatzi? Ja, haben wir super gesehen. Oh ja. Und schön gemerkt doch. Mhm. Es hat einiges, also nur ein Musik losgesetzt, denkt. Von Leuten, die komplett schön sind. Ja. Bis zum nächsten Mal und ciao.